Einwohner, in denen jeder vierte Bürger unserer Republik lebt. Straßen und Plätze Löwenbergs tragen Namen bedeutender Revolutionäre und Antifaschisten der deutschen Arbeiterbewegung. Sich dieser Verpflichtung würdig zu erweisen, ist das Ziel der hier wohnenden Bürger. In Löwenberg geht es um Fragen, die uns alle angehen. Ganz gleich, ob wir auf dem Lande wohnen oder in der Stadt. Es geht um das Wohl der Bürger, um das Glück der Werktätigen, um die weitere Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen. So wie es der 8. Parteitag der SED beschloss und wie es den Sinn des Sozialismus ausmacht. Wettbewerb Schöner unsere Städte und Gemeinden, mach mit, wurde in den vergangenen Jahren in Löwenberg wie überall in unserer Republik viel für die Verschönerung der Häuser, Gärten und Anlagen getan. Jetzt geht es um mehr. Größere Initiativen der Bürger, Hausgemeinschaften, Betriebe und der LPG sind bei der Instandhaltung erforderlich. Denn 80% aller Gebäude weisen geringfügige bis schwerwiegende Schäden auf. Etwa die Hälfte der Wohnhäuser sind mehr als 70 Jahre alt. Die noch nicht an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen sind, gilt es zu modernisieren. Die Wohnverhältnisse von 30 Familien mit unzureichendem Wohnraum müssen schnellstens verbessert werden. Gerümpelecken, beschädigte Zäune, Dinge, die heute in manchen Städten und Gemeinden beeinträchtigen, bestimmten vor wenigen Monaten das Aussehen des Dorfes mit. Es gab also einiges, was den Löwenbergern unter den Nägeln brannte, ihre Ideen und das feste Zupacken aller Bürger erforderte. Genosse Heinz Glück ist Vorsitzender des Ortsausschusses der Nationalen Front. Ja, wir haben uns im Zusammenhang mit den Beschlüssen des 8. Parteitages, der die Hauptaufgabe gestellt hat, die Arbeits- und Lebensbedingungen unserer Werktätigen zu verbessern, zusammengesetzt und beraten, wie können auch wir hier bei uns eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen tun. Natürlich habt ihr einige gute. Von den Beschlüssen einer Gesamtmitgliederversammlung der SED ausgehend berieten Ortsausschuss und Volksvertretung unter Führung der Genossen der Partei gemeinsam mit den Leitern der Löwenberger Betriebe, wie die Bürgerinitiative noch stärker auf die Verbesserung der Wohnbedingungen, die schönere Gestaltung der Gemeinde und die weitere Entwicklung des geistig-kulturellen und sportlichen Lebens gerichtet werden kann. Da haben wir die schon Verträge der Bürger ausgewertet und haben unsere Erkenntnisse und Erfahrungen in einem Programm zusammengefasst, das wir in einer Versammlung unseren Bürgern vorgelegt haben. Und bei dieser Arbeit arbeitet eben die Gemeindevertretung, also die Volksvertretung und die Nationale Front in einem engen Bündnis zusammen. Bei der Aufstellung unseres Programmes sind wir einmal davon ausgegangen, dass Löwenberg an der Transitstraße liegt und viele Ausländer und Bürger andere Bezirke der Deutschen Demokratischen Republik durch unseren Ort durchfahren und das Aussehen des Ortes ja die eine Visitenkarte für ihre Bürger und für die Gemeinde selber ist. Und Hauptaufgabe sehen wir darin, den engsten Kontakt mit unseren Einwohnern zu halten, um ständig auf dem Laufenden zu bleiben, um andererseits aber auch ständig unsere Bürger darüber zu unterrichten, was haben wir erreicht und was wollen wir erreichen, was wollen wir überhaupt. Das haben wir ihnen klargelegt.
Wir wollen also durch die Initiative unserer Bürger, durch unsere Arbeit mit den Bürgern erreichen, dass aus eigenen Mitteln eben neue und bessere Werte geschaffen werden. Die schrittweise Verwirklichung des sozialpolitischen Programms des 8. Parteitages erfordert von den Bürgern, verstärkt selbst mit Hand anzulegen, um eine spürbare Verbesserung der Wohnverhältnisse durch Modernisierung, Um- und Ausbau, die Entwicklung des Eigenheimbaues und die Rückgewinnung zweckentfremdet genutzten Wohnraumes zu erreichen. Nach Feierabend und an den Wochenenden griffen die Löwenberger deshalb zum Werkzeug, um gemeinsam mit Verwandten, Nachbarn und Arbeitskollegen die erforderlichen Baumaßnahmen durchzuführen. Diese wichtigen Vorhaben im Interesse der Bürger werden von den Betrieben, der Genossenschaft und den Handwerkern vorbildlich unterstützt. Noch in diesem Jahr werden durch solche Maßnahmen die Wohnbedingungen für mindestens 12 Familien verbessert. Weitere 18 werden bis Ende 1973 folgen. Der Rat der Gemeinde wird noch 1972 in Verwaltungsräume umziehen, die durch die Bildung der kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion nicht mehr benötigt werden, um das bisherige Gemeindebüro als Wohnraum wiederzugewinnen. Die LPG-Einheit und ihr Vorsitzender Genosse Herbert Maron stehen vorne an, wenn es darum geht, in Auswertung der Beschlüsse des 11. Bauernkongresses das Leben im Dorf immer angenehmer zu gestalten und dem der Städte anzugleichen. So wie in der ganzen Republik ist auch bei uns in Löwenberg eine gute Ernte gewachsen, die dazu beitragen wird, dass wir unsere Arbeits- und Lebensbedingungen bei unseren Kolleginnen und Kollegen weiterhin verbessern können. Wir werden deshalb gemeinsam mit dem Rat der Gemeinde, Ortsausschuss der Nationalen Front uns Gedanken machen. Um ein Beispiel zu nennen, bei uns das LPG-Büro wird notgedrungenermaßen jetzt noch benutzt, aber auch da könnte nach unserer Einschätzung eine kinderreiche Familie Wohnraum erhalten und wir würden dazu beitragen, dass wir Wohnungsprobleme, die in Löwenberg noch brennend sind, lösen könnten. Wir haben uns vorgenommen, bis zum Jahre 1974 bei allen Familien Bad und Toilette einzurichten, dass sie nach ihrer mühevollen und manchmal nicht leichten Arbeit sich am Abend, so wie in der Stadt, wieder für den nächsten Tag fit machen können. Wir wollen dadurch erreichen, dass sie unsere Menschen mehr und mehr für ihre Genossenschaft einsetzen und ihre Eigentümerfunktion wahrnehmen. Etwa 40.000 Mark stellt die LPG jährlich für die Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung sowie den Um- und Ausbau von Wohnungen der Genossenschaftsbauern zur Verfügung. Der Kreisbetrieb für Landtechnik wird 1973 für den gleichen Zweck 70.000 Mark bereitstellen. Doch auch bei der Verschönerung der Gemeinde wird die Mithilfe der Betriebe großgeschrieben. Dazu der Sekretär der Betriebsparteiorganisation des Kreisbetriebes für Landtechnik, Genosse Rösler. Ja, wir haben mit unseren Kollegen den Wettbewerb der Gemeinde diskutiert und haben erreicht, dass sich die Kollegen des Landmaschinenkollektivs bereit erklärt haben, Aufbaustunden zur Verschönerung der Anlage am Hain auszuführen. Darüber hinaus wollen sie die Bänke anfertigen, damit die älteren Bürger also die Möglichkeit haben, dort unten dann mal auszuruhen. Die Vorbereitungen dazu sind getroffen und in Verbindung mit den Möbelwerken werden schon die Sitze jetzt hergestellt. So wie die besonders aktiven Genossenschaftsbauern griffen viele Löwenberger Einwohner zu Spaten und Schaufel, um Vorgärten in Ordnung zu bringen, Wege zu befestigen, Bürgersteige anzulegen, Gerümpel zu beseitigen und für Sauberkeit zu sorgen, so wie es die Gemeindeordnung vorsieht. Um die Lebensfreude und das Heimatgefühl der Bürger zu erhöhen, wurde damit begonnen, den Karl-Marx-Platz und weitere Plätze und Anlagen unter Anleitung des Gärtnermeisters und Kommissionshändlers Hoffmann umzugestalten. In Vorbereitung des 50. Jahrestages der Gründung der UdSSR arbeiteten Soldaten und Offiziere einer Pateneinheit der Sowjetarmee gemeinsam mit den Löwenbergern an der Verschönerung der Gemeinde. Sie dokumentierten damit echte Freundschaft und Verbundenheit unserer Völker. Die
Die Jugend nimmt aktiv an der Verschönerung des Ortes teil. Die FDJ-Grundorganisation hat sich vorgenommen, in Vorbereitung der 10. Weltfestspiele der Jugend und Studenten den baulichen Anlagen entlang der F96 ein festliches Aussehen zu geben und bei Um- und Ausbauarbeiten mitzuhelfen. Auch die Schüler der Polytechnischen Oberschule helfen tatkräftig mit. Werklehrer Bruno Mante unterstützt und fördert die vielfältigen Möglichkeiten für die Betätigung der Jungen und Mädchen. Nun, wir haben ja nun zunächst mitgemischt während der Ferienzeit beim Streichen der Barriere an der F96. Wir hatten uns auch verpflichtet, die Bänke, die vom Kreisbetrieb für Landtechnik angefertigt werden, farbenfroh zu gestalten. Darüber hinaus denke ich, dass wir im Werkunterricht in der Lage sind, Papierkörbe für die Gemeinde anzufertigen, die dazu beitragen sollen, ebenfalls den Wettbewerb Schöner unsere Städte und Gemeinden zu unterstützen. Bei dem Bemühen der Löwenberger Bürger, im Mach-Mit-Wettbewerb spürbar zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen und zur Verschönerung der Gemeinde beizutragen, stellten sie fest, nicht alles kann in einem Jahr getan werden. Die zu lösenden Aufgaben werden umfangreicher, benötigen mehr Initiative, Zeit und Mittel und übersteigen oft Kraft und Möglichkeiten einer Gemeinde. Es gibt in Löwenberg viele Einrichtungen, wie zum Beispiel die Apotheke, die staatlichen Arztpraxen, oder die Turnhalle, die von den Bürgern der umliegenden Gemeinden mitgenutzt werden. Kraft und Mittel der Gemeinde Löwenberg allein reichen nicht aus, diese gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen instand zu halten, zu modernisieren oder auszubauen. Deshalb stand vor der Volksvertretung und dem Ortsausschuss die Aufgabe, sich mit den anderen Gemeinden des Territoriums zum Nutzen aller Bürger zu verbünden. Finanzielle Mittel haben wir in diesem Jahr nicht. Das Einzige, wir haben jetzt. Sie luden daher die Bürgermeister und Ortsausschussvorsitzenden von 10 benachbarten Gemeinden ein und berieten, wie sie Material und Mittel auf Schwerpunkte konzentrieren können, um die gemeinsam genutzten Einrichtungen auch gemeinsam zu finanzieren, auszubauen und zu erhalten. Der Erfolg wurde schnell für alle sichtbar. Die Apotheke wurde neu verputzt. Die Turnhalle und das angeschlossene Wohngebäude mit Gemeindebibliothek instand gesetzt. Und eine Zahnarztpraxis ausgebaut. Ein weiteres Mal bestätigte sich der Nutzen der Gemeinschaftsarbeit für das Wohl aller Bürger. Diese Volksinitiative schafft materielle Werte und verleiht zugleich der Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten neue Impulse. Sie bereichert auf vielen Gebieten das Zusammenleben der Menschen und regt an, sich sportlich und künstlerisch zu betätigen. Der Weiterentwicklung des geistig-kulturellen und sportlichen Lebens widmen der Ortsausschuss und die Volksvertretung große Aufmerksamkeit, wenn sie die Initiative der Bürger auf die Pflege und Erweiterung der Anlagen und Einrichtungen für Sport, Kultur und Erholung lenken. Die Sportler Löwenbergs bauten ein Sozialgebäude und einen Geräteraum und schafften durch ihre Initiative im Mach-Mit-Wettbewerb die Voraussetzungen zur weiteren Entwicklung des sportlichen Lebens im Territorium. Den Dorfclub, der für seine Veranstaltungen die Räume in den Gaststätten Löwenbergs nutzt, leitet Kollege Ludwig. Wenn wir sagen, schöner unsere Städte und Gemeinden, dann müssen wir auch davon ausgehen, denn da spielt ja auch die Kultur eine große Rolle. Denn wir können ja nicht nur sagen, wir machen unsere Vorgärten und sonst was schön und bleiben dann abends zu Hause, sondern wir wollen ja versuchen, hier eben in Löwenberg eine gewisse Kulturarbeit zu leisten. Wir nehmen teil an ökonomisch-kulturellen Leistungsvergleichen in dem Kooperationsbereich Löwenberg. Wir haben auch sehr gut bei abgeschnitten. Der eigentliche Kulturträger sind doch die Chöre. Wir haben immerhin 80 Menschen, die sich hier, möchte ich sagen, jede Woche intensiv treffen, um hier praktisch zu singen. Reich ist die Ernte, wie süß ist
leuchten die Augen im festlichen Glanz. Ich schwing meine Liebste und rufen wir zwei. Das Leben wird schöner, wir helfen dabei. Ich schwing meine Liebste und rufen wir zwei. Das Leben wird schöner, wir helfen dabei. Eine der Sängerinnen ist die amtierende Bürgermeisterin der Gemeinde Löwenberg, Genossin Erna Hinz. Viel Fleiß haben unsere Bürger dazu beigetragen, dass sich unser Dorfbild verschönerte. Zum anderen sieht es so aus, dass wir das, was wir uns geschaffen haben, auch noch erhalten müssen. Hierbei gibt es viele Verträge mit unseren Betrieben. Zum Beispiel hat die POS und die LPG die Pflege des Karl-Marx-Platzes übernommen. Vor der Apotheke wird VEB Getränke, die Anlagen pflegen und in Ordnung halten. Mit unseren erreichten Ergebnissen wollen wir nicht selbst zufrieden sein. Es gibt noch vieles zu tun. Darum haben wir uns mit einem Brief an alle Bürger gewandt und sie gebeten, uns mitzuhelfen, durch ihre Vorschläge und durch ihre eigenen Initiativen ihr Leben und unser Leben im Dorf noch schöner und besser zu gestalten. Den Bürgern neue Ziele zu geben, erfordert die Kenntnis ihrer Bedürfnisse. Die vielen Vorschläge und Ideen aus den Gesprächen mit den Bürgern und als Antwort auf den offenen Brief der Volksvertretungen des Ortsausschusses betrafen die ganze Breite des Wettbewerbs, von der Verbesserung der Wohnbedingungen und der Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit bis zur Schaffung besserer Voraussetzungen für die Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens. Die Pioniere der Polytechnischen Oberschule schrieben Aufsätze und fertigten Zeichnungen an, wie sie sich ihr Leben in der Gemeinde vorstellen und wie sie an ihrer schönen Gestaltung mithelfen möchten. Die Bereitschaft der Bürger, Hausgemeinschaften und Betriebe zum aktiven Mitwirken wurde ergänzt durch die Erarbeitung von Projekten, zum Beispiel für die langfristige Umgestaltung des Karl-Marx-Platzes und anderer Grünanlagen und die Ausarbeitung einer Konzeption für die farbliche Gestaltung der Hausfassaden in der Gemeinde. Wo könnte die BAG anders unterkommen? In der Kollege Brandenburg, in der Kollege Bodin, die sind drüber zur Kap, die sind nicht mehr da. Da diese Vorschläge und Ideen der Bürger nicht alle sofort verwirklicht werden können, unterstützt das Bauaktiv mit Rat und Tat die Volksvertretung und den Ortsausschuss, legt Schwerpunkte für die Bau- und Reparaturarbeiten fest, berät die Bürger- und Hausgemeinschaften und arbeitete an der im September beschlossenen langfristigen Wettbewerbskonzeption bis 1975 mit. In dieser Konzeption, die eine Einheit von Plan- und Bürgerinitiative darstellt, sind auf der Basis der Vorschläge und Initiativen von Bürgern und Betrieben unter Berücksichtigung der territorialen Möglichkeiten und der Planvorgaben des Rates des Kreises die Aufgaben enthalten, die in den nächsten Jahren in der Gemeinde zum Wohl der Bürger und mit ihrer Hilfe gelöst werden. Die Bürger regelmäßig öffentlich über den Stand des Wettbewerbs zu informieren und ihre vollbrachten Leistungen zu würdigen und zu popularisieren, ist ein Prinzip der Wettbewerbsführung in Löwenberg. Wir haben heute mit dem Subotnik einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung des Wettbewerbsprogramms der Gemeinde Löwenberg, Schöne unsere Städte und Gemeinden, mach mit, geleistet. Dieser gemeinsame Einsatz war zugleich eine hervorragende Tat zur Erfüllung unseres Freundschaftsgedankens. Ich möchte den Bürgern von Löwenberg für diese vorbildliche Leistung recht herzlich danken. Anliegen des Kreissekretariats der Nationalen Front Gransee ist es, die in Löwenberg gesammelten Erfahrungen schnell und wirksam zu verallgemeinern. Dazu der Kreissekretär Genosse Herbert Kano. Es hat sich hier in Löwenberg gezeigt, dass erstens unsere Menschen, wenn wir gründlich mit ihnen alle Fragen beraten, bereit sind, hervorragende Leistungen zu vollbringen. Zweitens hat sich gezeigt, dass unsere Menschen, wenn wir sie ständig informieren über den Stand der Dinge, sie also
wirklich neue Initiativen, neue Vorschläge unterbreiten, mit dem Ziel, besonders die Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern. Das heißt konkret, wie das hier auch in Löwenberg der Fall ist, die Wohnbedingungen. Wir meinen, es lohnt sich, auf andere Städte und Gemeinden unseres Kreises zu übertragen. Und deshalb haben wir heute auch die Bürgermeister und Vorsitzenden der Ortsausschüsse eingeladen, aus den Städten und Gemeinden entlang der F96 unseres Kreises, sodass die Genossen Vorsitzende, Ausschüsse und Bürgermeister in die Lage versetzt werden, besonders sich anzusehen, dass wie. Ich möchte sagen, dass wir diese Ergebnisse hier in Löwenberg nur erreicht haben durch die Führung der Grundorganisation der Sozialistischen Einheitspartei. Wir haben dadurch erreicht, dass das ganze Verhältnis Betrieb, Bürger, das Verhältnis der Bürger untereinander sich sehr gefestigt hat. In größeren Häusern bildeten sich durch gemeinsame Aussprachen und das vereinte Mitmachen neue Hausgemeinschaften. Straßengemeinschaften sind im Entstehen und alle Bürger werden entsprechend ihren Möglichkeiten mit einbezogen. Beim gemeinsamen Schaffen einer schönen Umwelt festigt sich auch das Gefühl der Verantwortung für die Pflege und den Schutz der Heimat. Ständig wächst die Zahl derer, die im Wettbewerb mittun. Sie wissen, dass sich die Kultur des sozialistischen Alltags aus vielen kleinen Dingen zusammensetzt. Je mehr davon in Ordnung sind, desto angenehmer ist unser Leben. Und wenn Ihre Gemeinde schöner wird, dann vor allem als Ergebnis Ihrer eigenen Leistungen. Damit wird das mit den Bürgern beratene, von der Volksvertretung und der Nationalen Front beschlossene Wettbewerbsprogramm immer realer. Sein Nutzen für die Bürger immer sichtbarer.